Es tut mir leid. Wir wären hier oben. Leloria. Es tut mir leid, Darky. Wir haben Flammenschwert. Geil. Die Renderverzögerung hat sich gedingselt. Sehr gut. Ich habe da nicht dran gedacht, dass ich, ne? Ich dachte, das Studio-TV wäre noch langweiliger. Und danke, Iron. Ja, Irai, trotz eurer Bemühungen. Die Kinder meines Fürsten waren zahlreich. Sie hätten euch überwältigen müssen. Molag Bals Leibeigene sind mir gleichgültig. Blasphemie! Blasphemie! Freunde, wenn ihr ein Gegner Molag Bals seid, steht mir bei. Narren! Ich werde mich an euren Augen laben! Wohin flüchten, Unhold? Ihr könnt mir nicht entkommen. Dachchen. Die Siegelgeode, habt ihr sie noch? Ja, warum? Wenn man Irai mit der Siegelgeode an der Stirn berührt, wird ihre Seele dort hineingesogen. Es ist der einzige Weg, wie wir diesen Ort jemals verlassen werden. Und woran liegt das? Falls sie außerhalb dieses Steins stirbt, haben wir das nächste Jahrhundert Zeit, alle Platten hier zu zählen. Ich habe mir 32.708 notiert. Aber What? Ihr dürft gerne noch einmal nachzählen. Das erklärt nicht, warum ich ihre einsperren sollte. In den Tiefen dieser Ruine gibt es ein Portal, das direkt nach Kalthafen führt. Wir können es nur von der anderen Seite aus schließen. Sobald wir in Kalthafen sind, können wir niemals mehr entkommen, wenn Irai nicht in diesem Stein eingesperrt ist. Schnell! Ich halte das nicht lange durch. Es spielt keine Rolle, was ihr mir antut. Ihr werdet tot oder für 1000 Jahre gefangen sein. Warum würdet ihr eure Fürsten verraten? Molag Bal ist mein einziger Fürstnerin. Ich ließ Vastari in dem Glauben, ich sei eine Dienerin Azuras. Genau wie ich euch in diesem Glauben ließ. Ich habe euch in die Fänge von Kalthafen geführt. Als kleines Häppchen für den Gott der Intrigen, dass er sich aus den Zähnen pulen kann. Den Irai in die Siegelgeode sperren. Endlich. Nach all... Ich bin niemand, der eine Kreatur gerne leiden sieht, aber bei Irai mache ich eine Ausnahme. Wenn es nach mir geht, kann sie die Ewigkeit in der Siegelgeode verbringen. Warum war es so wichtig, Irai einzusperren? Irai ist an ihre Tafel gebunden. Solange sie in der Siegelgeode ist, können wir sie als eine Art Führleine nutzen, um aus Kalthafen zu entkommen. Wenn ich sie vor vielen Jahren nicht so übereilt vernichtet hätte, wären meine Gefährten noch am Leben. Kommt, wir sollten Kulanwe holen. Wo können wir Kulanwe finden? Tief unten in diesen Ruinen ist das Loch, das ihre Qual in das Gefüge der Welt reißt. Doch schon ab unserem ersten Schritt werden Molag Bals Diener unsere Anwesenheit wahrscheinlich spüren. Ich hätte es schon vor langer Zeit selbst einmal versucht, wenn ich denn nur irgendeinen Ort gehabt hätte, an den ich hätte fliehen können. Und wie können wir das Portal schließen? Wir müssen Kulanwe finden und sie von der grausamen Apparatur befreien, die ihr solche Schmerzen bereitet. Dadurch sollte ihr Leid beendet werden. Sobald sie nicht mehr schreit, sollte sich der Riss zwischen Kalthafen und Leloria schließen. Das hoffe ich zumindest. Okay, let's go. Ich habe keine Daedra in diesem Bibliothek gelassen, doch die Kammern dahinter sind das Zuhause verschiedenster dieser Kreaturen. Am besten geht man ihnen wahrscheinlich aus dem Weg. Pappelapapp.
Pabla Schluck. Hier geht niemand irgendwem aus dem Weg. Okay, nach da ganz oben. Ja, wobei, wenn nichts unseren Weg kreuzt. Ja, gut. Nee. Könnt ihr ihr Leid, ihre Qual spüren? Jo. Jahrelang bahnte sich ihr Schmerz einen Weg durch die Leere. Immer auf der Suche nach ihren letzten Erinnerungen an ein Leben ohne Leid. Oh. Das hat jetzt ein Ende. Wie geil. Ja. Ich liebe diesen Mann. Ja, ich ihn auch. Kommt, wir beenden das heute. Das ist Gurke. Ah, mit. Im Nebenraum, glaube ich. Taschentücher. Irgendwo im Regal, glaube ich. Hoffe ich. Aber lecker. Ja. Ja. Oh, gut. Geh ich aber neues. Ich komm rein. Gut? Ja, meinem Oberteil auch. Gut, dass es morgen eh in die Wäsche muss. Irgendwo da hat die Sonne noch an, nee, da. Ja, auf der Hose habe ich schon weg. Warte, ich leck's weg. Das war meine Brust. Nee, richtig lecker. Ja. Bisschen flüssig vielleicht, merke ich mal. Ein bisschen flüssig, ja. Dachte, das saugt das auf. Ich warte einfach, bis es ein bisschen aufgesogen ist. Ja. Das ist so lecker, das esse ich sowieso als letztes. Einmal, das einem siegreichen Helden gebührt. Jo. Alles gut, Kitty, ich bin gleich da. War doch nicht falsch. Gut, dass wir ab 18 sind. Da kannst du jetzt nicht falsch aus. Ich hab nur ein bisschen geleckt. Weil da was Weißes runtergetropft ist. Muss ich weglecken. Schmeckt gut? Mhm. Danke, mein Schatz. Ja, ich esse jetzt auch mal. Sag Bescheid, wenn du fährst. Was denn, Aaron? Oh, da ist immer noch was auf meiner Hose. Oh. Morgen ist Waschtag. So. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Kommt wieder einer drauf auf die Idee, das zu klippen? Ja. Würde mich nicht wundern. Nichts, einfach nichts. Langbalken immer anschreien. Oh. Okay. Servus. Wir haben es geschafft. Wir haben gerade keine Lust. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das freut mich. Hat sich gelohnt.
Wenn das Portal geschlossen ist, wie kommen wir dann zurück? Irai hat uns beide durch das magische Siegel gebracht. Da ist es nur passend, dass sie uns auch wieder zurückbringt. Ich kann die Siegelgeode verwenden, um ihre Seele zurückzuverfolgen. Und dann ist es ein leichtes, ein Portal zu öffnen. Seid ihr soweit? Mhm. Dann macht euch bereit. Es ist niemals leicht, Kalthafen zu verlassen. Ich hab hier aufgeräumt, während Frosch an dir rumgelegt hat. Das ist gut. Ein gutes Teamwork. Jetzt wird spannend, echt? Es fühlt sich gut an, wieder unter freiem Himmel zu stehen, die Brise auf meiner Haut zu spüren. Und ich hätte es ohne euch nicht hierher geschafft. Mein Heim steht euch immer offen. Wie lange wart ihr in Liloria gefangen? 88 Jahre. Nett. 3 Monate und 11 Tage und 13 Stunden und 7 Minuten. Wow. Die hat ja eigentlich nichts Besseres zu tun. Das ist eine sehr exakte Zeitangabe. Na schön, das war pure Angeberei. Ich habe einen einfachen Zauber zur Zeitmessung verwendet. Das war das Erste, was ich tat, als ich bemerkte, dass ich gefangen bin. Er ist nicht allzu genau. Bei den Minuten musste ich raten. Hat sie gut gehalten, aber wirklich. Wobei, es ist ein Langohr. Langohren halten sich eh ewig. Was werdet ihr jetzt tun? Zum Beispiel meinen Turm von Dedra befreien. Meinen Gefährten, die nicht wiederkehrten, ein Denkmal setzen. Mir einen Überblick über mein Hab und Gut verschaffen. Danach werde ich herausfinden, was in dieser Welt alles geschehen ist, seit ich sie verlassen hatte. Ich habe einiges aufzuholen. Gefährten? Meine Tür stand vielen offen, die ich auf meinen Reisen traf. Einem jungen rotwardonischen Schwertkämpfer, einem vernarbten, waldelfischen Jäger, einem ausgestoßenen Psychic. Ich kann noch immer ihre Stimmen hören. Doch das war vor beinahe 90 Jahren. Die, die nicht von den Dedra getötet wurden, müssen inzwischen geflohen sein. Oder tot? Werdet ihr in eurem Turm bleiben? Zumindest eine Weile. Obwohl ich davon ausgehe, dass meine Aufmerksamkeit rasch anderen Orten gelten wird. In Kalthafen war alles ein wenig anders. Die Luft war einen Deut zu schwer und die Feuer zu grell. Jetzt sprecht ihr, als wärt ihr schon einmal dort gewesen. Molagbals kleine Ecke im Reich des Vergessens birgt viele Geheimnisse. Ich habe vor Lebzeiten schon einige davon aus seinen Hallen gestohlen. Wusstet ihr, dass ich es nur tat, um einem Jungen zu imponieren? Was für eine Närrin ich doch war. Mhm. Welcher Junge war es wert, nach Kalthafen zu reisen? Tilakar, ein mächtiger Magier. Brillant und stets auf seine Arbeit konzentriert. Kaum ein Augenschmaus. Ja, man kommt mir bekannt vor. Aber derlei Dinge haben mich nie interessiert. Es brauchte meine kleine Eskapade in Kalthafen, um ihn davon zu überzeugen, dass es außerhalb seiner Bücher abenteuerliche Frauen gibt. Aber das ist lange her. Precious, danke, Clarice, im 19. Monat. Es sind schon 19 Monate. Alter, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Schon heftig. Ich wünsche dir aber viel Spaß weiter mit den Emotes. Ich fühle mich noch gar nicht so alt. Oh Mann, wo wusste ich, dass das kommt? Dann wart ihr also im Beinhaus von Tilakar? Das war ich. Warum fragt ihr? Ich habe euer Tagebuch gefunden.
Dann wisst ihr, welche Geschichte es erzählt. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Ich bin im Geist eures Sohnes begegnet. Ich hatte gehofft, dieses jämmerliche Ding würde dahin schwinden. Es war nur ein fahler Schatten meines Sohns und mehr nicht. Okay. Er starb schon vor so langer Zeit. Doch mein Mann konnte ihn einfach nicht in Frieden ruhen lassen. Das war die Story. Okay, ich erinnere mich. Ihr seid noch nicht begegnet, oder? Also, das war so. Ich habe den Geist von Kalion von Telaka befreit. Das ergibt keinen Sinn. Ein beliebter Schatten hätte keinen Wunsch zur Flucht verspürt. Das würde auf einen echten Verstand hindeuten. Sagt mir eines, warum wollte er entkommen? Er hatte Angst, dass Telaka erwachen könnte. Ein Verstand, Ängste, ein Selbsterhaltungstrieb. Nein, was habe ich nur getan? Ihr seid dem wahren Geist von Kalion begegnet. Ich verschmähte ihn als Spottbild der Erinnerung an meinen Sohn. Vergebt mir. Ich werde diese Angelegenheit in Ordnung bringen, doch im Augenblick möchte ich nicht darüber sprechen. Ich bin gerade gespackt. Okay, es ist also seine Mutter. Nice. Okay. Gut. Dann. Zur Statue zurück. Eine ruhige Stille liegt über dem Schrein, aber ihr spürt eine gewisse Aufregung, denn Kulanwes Gebeine vor Azuras Schrein ablegen. Kulanwe, geliebt von den Wilden, meine Priesterin kehrt endlich aus den Klauen von Kaltenaffen zurück. Was, Dari ist auch hier. Das sah ich. Eine Sterbliche hat vollbracht, was die ewigen Toten nicht vermochten. Ah. Gibt es sonst einfach, was ich tun könnte? Viel, wenn es an der Zeit dafür ist. Ihr habt einem dädrischen Fürsten Demut gelehrt, Sterbliche. Geht vorsichtigen Schrittes, denn er wird versuchen, Rache zu üben. Nun zieht hin mit meinem Segen. Wenn ich euch wieder brauche, dann werdet ihr es erfahren. Alles klar. Gut, das hätten wir. Jetzt geht's zum nächsten. Lauf, Iron! Oh. Ja. Hier hat. Lauf, Iron, lauf, Iron, lauf, lauf, lauf. Doch, wirst du. Siehst du? Oh ne, Himmelsscherbe. Jetzt bricht sie mir noch die Beine beim Reiten. Geht gar nicht. Doch, klar. Nennt sich Tierliebe. Und das sind Streicheinheiten. Streicheinheiten der besonderen Art.
Nee, an den Beinen. Nicht am Po. Da ist ein Buch. Meine W-Taste ist glitschig. Meine W-Taste einmal säubern. Nee, meine W-Taste ist immer noch glitschig. Buch das Herz von Reliqua. Ja. Mhm. Und wo? Okay, ich bin hier irgendwo am Rand. Put, 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 put. Da ist das Reliquar der Sterne. Die Frage. Da. Da ist was hinter mir. Ist das noch ein Buch oder ist das? Oh, noch ein Buch. Ich will das Planetarium zurückkehren. Ich will das Umgang in das Planetarium. Okay. Seht was, wenn ich reingehe? So, dann hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht einsaue. Hab ich zwar schon, aber egal. Ne, diesmal ging's. Ach du grüne Nonne. Weil das ist das, was ich schon mal hatte, wo ich dann wieder rausgegangen bin. Ja. Hier habe ich die Quest nicht weitergemacht. Aha! Ich erinnere mich. Also, ich muss da rum. Entschuldigung. Sorry, Kitty. Ich dachte, ich müsste da durch. Das wäre ein Tor. Hier lang. Halle der Macht. Der Wutz. Warum lassen Sie uns nicht einfach in Ruhe? Aus Gründen. Bei euch sieht das so einfach aus. Ja, ne? Der Wuß. Aber muss ich da oben in einen Raum? Warte mal. Ich will kurz auf die Karte gucken. Ah doch, ich muss in einen Raum. Ich muss mal kurz hoch. Ich muss also doch in den Raum. Aha. War mir unsicher. Das sieht vielversprechend aus. Lasst uns mit der Suche beginnen. Mhm. Es muss hier irgendwo sein. Wieder was? Nee, aber auf der anderen Seite.
Hier drüben! Aus diesem Bücherregal kommt ein Luftzug! Das Bücherregal wird von einem uralten Gitter geschützt, doch es scheinen Bücher in den Regalen zu fehlen. Die Leerstelle untersuchen. An dieser Stelle gibt es eine schwache Furche, die so lang ist, so lang wie ein Buch ist. Okay, nichts geschieht. Nichts geschieht. Geschieht. Dann. Mit dem leisen Klicken rutscht das Buch an seinen Platz. Okay, nichts geschieht. Nichts geschieht. Bücher entfernen. Das. 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 Ihr habt es geschafft! Das Herz von Anomaril! Ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal selbst in den Händen halten würde. Nun, Marionettenhände zählen schon als meine Hände. Diese Macht so erlesen. Ich muss mich bei euch bedanken. Aber jetzt muss ich Behelie spazieren führen. Mal sehen, wie schnell sie rennen kann. Ach ja. Ich bin fast frei nach all diesen Jahren. Wieso sich immer alle freuen, wenn sie frei sind? Nur so lange sind sie meist nicht frei. Huch. Wie viele Jahre haben sie am Ende denn nicht von ihrer Freiheit? Yep. Ich werde sie alle leiden lassen. Lass leiden. Ich habe dafür keine Zeit. Das ist ja wirklich zu einfach. So. Was macht ihr denn da? Servus. Was ist geschehen? Warum klang Behelir so seltsam? Okesai kontrolliert ihn. Sie hat das Herz von Anomaril. Behelir hat die Vermutung geäußert, dass Tedrini unter ihrer Kontrolle steht. Eine Ablenkung. Noch dazu eine, die ich hätte durchschauen müssen. Yep. Aber wenn Okesai das Herz von Anomaril hat, dann kann sie es benutzen, um ihren Geist mit ihrem Körper zu vereinen. Wir müssen es zurückbekommen. Habt ihr gesehen, wo sie hin ist? Durch die Tür. Wir konnten sie nicht öffnen und wir wissen nicht, wohin sie führt. Schnell, ihr nach. Ich werde versuchen, die Schutzzauber hier wiederherzustellen, falls ihr versagen solltet. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Daedra mit dem Herzen von Anomaril Chaos stiftet. Ihr seid ja ganz nett. Vor allem, geht einfach direkt davon aus, dass wir versagen. Manu. Und mit einer letzten Anstrengung? Ich hab doch zu hören, dass ihr nicht versagt. Maybe. Da ist das Herz. Wo ist das scheußliche Ding? Es sollte hier sein. Oh, hast du dein Herz verloren? Das tut mir aber furchtbar, sorry. Was? Was geht hier vor sich? Mein Geld zurück. Nix da. Achso.
nichts da Geld zurück. Dann müsst ihr schon mehr zu bieten haben. Gibt's nicht. Ihr glaubt, dass ich so schnell besiegt bin? Nein. Nee. Schon wieder. Das ist nur eine Illusion. Das Geld zurück ist nur eine Illusion. Es ist nicht echt. Trau dem nicht.